Willkommen zurück, Leute, zu Fire Emblem New Mystery of the Emblem. Und nun hat sich uns E-Drake in den Weg gestellt, der dicke E-Drake. Wir haben zwei Magier und er hat null Resistenz, also Leute, auch wenn er noch so stark sein mag, das sollte er nicht überleben können. Bereiten uns also darauf vor, ihn zu erledigen. Und wir sortieren uns noch ein bisschen um, würde ich sagen. Roderick wird von mir nochmal geheilt, denn er soll später E-Drake finishen für ein Level-Up. Einfach, dass es sich ein bisschen dynamisch anpasst, das ist alles. Und da greift uns natürlich auch schon an, aber solange keine Crits im Spiel sind, bin ich auch zufrieden. Solange darf er das gerne tun. So, natürlich dürfen wir E-Drake auch so noch nicht direkt in die Zange nehmen, das sehe ich schon. Unten könnten wir ihn anlocken, der Typ kommt nämlich nicht weit genug, also ich platziere dich schon mal, denn er doppelt ihn eben und ich denke mal, das passt schon. Sollten wir hinbekommen, oder? Dann du mit deinem Elfenlicht vielleicht noch und die Sache passt, denke ich mal, ganz gut. Sehr schön. Der Typ wäre erledigt, bleiben noch zwei Leute übrig. Aber auch um die werden wir uns noch kümmern. Ja, das sieht doch schön aus. Sehr, sehr gut. Magie und Resistenz und Geschwindigkeit und Fähigkeit, alles wichtige Werte. Bin stolz darauf, sehr gut. Das hat er gut hinbekommen. Roderick sollte einen Schlag verkraften. Vielleicht holst du dann mal die Stahllanze, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Hätte ich nämlich auch noch rüber traden sollen, vielleicht. Ach, warte mal. Können alle angreifen? Ja, wenn er hier steht, schon, oder? Ja, ich denke schon. Nur, dass ich wirklich alles ausnutzen kann. Jede einzelne Fläche zählt. Auf jeden Fall. Und dann kommt er nun, Leute. Endlich. Wird auch höchste Zeit. Ich hörte bereits von eurer Fähigkeit, denn ich entscheide nun, ob ihr wirklich so viel auf dem Kasten habt, wie man sich erzählt. Nun gut, E-Drake. Viel Spaß dabei. Denn du wirst jetzt gegrillt. Und eins. Und zwei. Na? Nicht besonders angenehm, was? Denke ich mal. Okay, du machst mit einer Stahllanze 4 Punkte. Okay, wir müssen hier also irgendwie 6 Punkte Schaden insgesamt zufügen. 5 oder 2, okay. 14 oder 10. Achso, ja, 10 reicht natürlich, das ist in Ordnung. Das ist okay, solange ich jetzt nicht durchcrittest, dann kann Roderick auf jeden Fall finishen. Sogar mit einer Eisenlanze dann hätte ich die Stahllanze gar nicht gebraucht, cool. Vorausgesetzt, der Typ kommt nicht durch. Oh, Waffenlevel C, cool. Kommt er nicht. Hey, warte mal, haben wir jetzt nicht sogar... Ja, wir haben einen Punkt jetzt mehr sogar. Weil Magie hier geboostet wird jetzt, sehr schön. Durch den C-Rang, das ist sehr angenehm, das ist cool, dass wir den erreicht haben. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Dann wird es höchste Zeit, ja, mit 90%, wir haben ja genug Backups, also es sollte nichts passieren, auf keinen Fall. Also, ja. Ihr konntet also meine Rüstung brechen. In der Tat. Das konnten wir. Na, dann hoffen wir mal, dass Roderick auch gut mitziehen kann. Ja, das ist okay. Er wird schneller und fähiger, hat mehr Glück. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr ausgeglichen momentan. Okay. Und dich können wir später umsingeln, wenn ich das richtig sehe. Also auch hier keine großen Schwierigkeiten, ne? Das geht auf jeden Fall. Du bleibst mal hier und ich denke mal, dann kriegen wir den, oder? Ja. Das sieht völlig unproblematisch aus. Leute, ich glaube, wir haben ihn in der Tasche. Sehr cool. Dieser Sieg soll uns gehören. Das ist doch angenehm. Ich glaube, Cecile könnte ich noch ein bisschen trainieren gerade. Wenn ich möchte. Ich glaube, Shida spare ich mir mal. Das ist gerade nicht so wichtig. Die Pegasus-Einheiten sind momentan einfach noch zu OP, Leute. Aber Cecile, die könnte ein bisschen Training brauchen. Die gute, gute Cecile. Haha, er kann sich nicht wehren. Ich liebe diese Formation. So hat man einen Gegner mal so richtig in der Mangel. Immer wieder angenehm. Und damit hätten wir diese Map auch geschafft. Das war schön. Das hat Spaß gemacht. War echt angenehm. Wie? Selbst meine Verteidigung konnte von euch durchbrochen werden. Anführer Kriegs, wenn ihr meine Macht benötigt, so könnt ihr mich jederzeit rufen. Wir haben es geschafft, Chris. Gute Arbeit. Jawohl, natürlich haben wir es geschafft, Katharina. Was denkst du denn? Entschuldigt, Chris, habt ihr einen Moment Zeit? Hm, natürlich. Was beschäftigt euch? Die Position als Königsgarde, die Marv uns angeboten hat.
Denkst du auch darüber nach? Nun, wenn du mitmachst, würde ich auch gerne mitmachen. Zusammen wären wir unschlagbar. Der Gedanke daran stimmt mich glücklich. Nun, was ist mit dir, Chris? Vielleicht denkst du dasselbe? Also auch hier wieder eine interessante Entscheidung. Das wird auch wieder unseren nächsten Gegner und Neuzugang bestimmen. Ich muss gerade echt überlegen wieder. Die Sache ist die, ich glaube, ich wähle sogar mal nein, denn die Einheit, die wir bekommen, dürfte sehr, sehr schnell sein. Ich glaube, das ist momentan einfach besser. Das müsste eigentlich uns den letzten Prolog leichter machen. Ja, ich denke, wir wählen nein. Tut mir leid, ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Oh, das ist ein Textfehler. Den kann ich dann ausbessern. Ich glaube, ich habe sonst immer Kane genommen. Das ist sehr, sehr gut, den Fall auch nochmal so zu haben. Wirklich? Also, ich bin mir auch noch nicht sicher. Tut mir leid. Gute Nacht, Chris. Sehr gut, okay. Dann wäre das der 7. Prolog, die letzte Prüfung. Ah, dieser verheißungsvolle Name, Leute. Chris und der 7. Zug, ihr habt bisher tapfer gekämpft. Es war eine Ehre, euer Ausbilder zu sein. Ich hörte sowohl Berichte von Kane als auch von Frey. Auch wenn eure Stärken sehr unterschiedlich sind, gebt ihr doch ein sehr gutes Team ab. Aus diesem Grund wird heute euer letzter Test stattfinden. Ihr solltet besser gut vorbereitet sein. Ah, Leute, und da ist auch schon die Vorbereitung. So, sieh mal einer an. Viele, viele Festungen. Und Ace ist es jetzt, ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, ob Kane auch einen Heilungsstab im Inventar hat, aber ich bin sehr froh, dass er einen hat. Das ist ganz gut. Für uns später. Wird uns nochmal ein bisschen was leichter machen, wenn wir noch eine Zusatzheilung haben. Ach ja, Ace ist mit dabei, sehr schön. Die ist wirklich schnell, ja. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Sieht man schon. Natürlich für uns jetzt nicht unbedingt, aber wir sehen schon, wir können Effektivschaden ausnutzen. Das könnten wir bei Kane jetzt nicht. Das wäre nicht die Alternative gewesen, dass dann da Kane rumsteht. Und so können wir wenigstens mit Bogenschützen ordentlich drauf feuern. Was ziemlich interessant ist, wir starten ganz anders. Das ist außergewöhnlich. Die haben den Startpunkt auch verändert. Auf niedrigeren Schwierigkeitsgraden startet man da drüben bei dieser Festung. Das ist ganz interessant. Ganz ungewöhnlich, aber so ist das hier auf diesem Schwierigkeitsgrad. Wir müssen echt ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt natürlich E-Drake bekommen. Der leider einen Geschwindigkeitspunkt weniger hat. Das stört mich gerade dezent. Der doppelt uns nicht. Wow. Super. Und ist natürlich selbstverständlich. Wow. E-Drake hat einen Feind, der nicht doppelt. Das ist toll. Hätte vielleicht doch lieber oben annehmen sollen. Ah. Ich war mir noch ein bisschen unsicher, weil ich dachte, die hohe Defense könnte sich ganz gut lohnen noch. Ein Prolog 8 vielleicht dann noch. Mal gucken, Leute, mal gucken. Schmerzhaft, schmerzhaft. Aber die Stahllanze, die kralle ich mir natürlich, das ist klar. Das ist definitiv drin. Und zwar, naja, mit wem werden wir das tun? Ja, Shida definitiv doch. Allgemein mal ein bisschen hin und her traden. Ich denke, Gordon ist vonnöten, weil wir einfach eine Flugeinheit als Boss haben. Frage ist, wen wir raussortieren wollen. Er hat auch eine Stahllanze. Wir haben ja relativ viele Axtgegner diesmal, ne? Sollten schon ein bisschen aufs Waffendreieck achten. Natürlich haben wir da oben auch einen Lanzen. Ja, einen Schwerttypen. Interessant. Wir markieren uns auch mal den Range hier. Okay, also hier hätten wir theoretisch ein Feld, wo wir ganz gut später dicht machen können. Vielleicht mit Shida schon? Oh, der hat Geschwindigkeit 11. Ah, das geht ja fast gar nicht mehr klar. Okay, Rodel kann es inzwischen sogar. Ein Glück, dass der einen Geschwindigkeitspunkt bekommen hat. Puh. Das hat mir gerade dezent Angst gemacht, Leute. Wenn ich Shida oben reinstelle mit der Stahllanze, lasst mal sehen, weil Verteidigung 3 ist nicht besonders viel. Er hat Verteidigung 4, okay. Interessant. Das wären von dir aus jetzt... Warte, Moment. Wir rüsten die gleich mal aus. Ach, stimmt ja, Leute. Ich glaube, ich habe das nie angesprochen, ne? Weil ihr seid das vielleicht alle noch so gewohnt. In Shadow Dragon gab es ja noch das Waffengewichtssystem und Fire Emblem 12 war das Fire Emblem-Spiel, was das Gewichtssystem rausgenommen hat. Es gibt ja keine Gewichte mehr, falls es euch schon mal aufgefallen ist. Hier unten die Angabe fehlt, die wir bei Shadow Dragon noch hatten. Also keinen Speedverlust durch irgendwelche Stahlwaffen oder so oder auch durch Elfenlicht. Das habe ich gar nicht erwähnt, stimmt ja. Ich glaube, ich habe das echt vergessen. Ging völlig an mir vorbei. Aber jetzt wisst ihr Bescheid, was auch ziemlich cool ist. So, auch hier würden wir gut Schaden natürlich rausnehmen, wenn Shida das Ganze macht. So mit einer Lanze, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, da oben.
Na, dann würden wir ihn auch gerade, ja, nicht gerade so, wir doppeln ihn auf jeden Fall locker. 3 Defense-Punkte, machen einen Schadenspunkt mehr, also 16 mal 2. 13 mal 2 bleiben übrig, dann ist der Typ schon fast erledigt. Das ist cool, Leute. Das ist sehr, sehr cool. Also wir können auf jeden Fall ganz gut uns durchmetzeln, ich sehe schon. Ha, da bin ich jetzt nicht so erpicht drauf auf diese Situation hier. Das sind hier 2 Schützen. Die Festung würden beide reichen. Den Punkt hier interessanterweise nur einer, okay. Und es dürfte mega wichtig sein, die Festungen zu besetzen. Ich glaube, je nach Schwierigkeitsgrad kommen halt immer mehr Verstärkungen. Und bei uns sind es, glaube ich, 3 Stück. Und diese hier muss man auf jeden Fall besetzen. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst war es das. Ich glaube, es lohnt sich sogar, erst relativ früh anzulocken. Ich bin mir da recht sicher eigentlich, dass das keine schlechte Idee wäre. Zudem wir das mit Shida sowieso recht gut machen können, wenn wir möchten. Weil wir können sie halt ganz gut absnipen einfach, ne? Das geht relativ easy. Das sollte kein Problem sein, ist halt eine Flugeinheit. Aber Gordon ist Pflicht, würde ich sagen. Frage ist natürlich, wen wir rausnehmen. Cecil? Schwierig. Ist ja auch keine schlechte Einheit, aber Rolex mit der Stahllanze gerade so zu Beginn könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ob wir Reese brauchen, weiß ich gerade auch nicht so wirklich. Schwierige Sache. Aber Gordon wird, denke ich, schon Pflicht sein irgendwie. Das auf jeden Fall. Also den sollten wir definitiv reinnehmen. Die Frage ist halt wirklich, wer rauskommt. Cecil hält halt so verdammt wenig aus gerade, ne? Das ist schon grenzwertig. Aber das Training würde sich sehr lohnen. Alles ein bisschen Geschmackssache natürlich auch gleichzeitig. Da uns dieser eine Typ leider doppelt, ist E-Drake relativ nutzlos jetzt. Das ist ärgerlich, aber ich kann da auch nichts dran ändern. Luke wäre natürlich um einiges defensiver als Ziel, das ist schon klar. 4 KP mehr, 4 Verteidigung mehr, da geht doch deutlich mehr. Der könnte sogar auch schon 2 Hits vertragen, oder? Ich weiß gerade gar nicht, lass mal kurz sehen. Aber Luke ist nicht schnell genug, oder hat er nicht noch 7? Oder hat er schon 8 Geschwindigkeit? Ne, der hat Geschwindigkeit 8, das geht sogar, interessant, okay. Dann macht der Typ quasi ihm noch 19 Damage, wenn wir das Waffendreieck hier aushebeln, dass der Waffenrangbonus verschwindet. 19 gegen eine Death von 9 sind 10 mal 2. Das ist interessant. Also wir würden auf jeden Fall ein bisschen was verkraften können. Also mindestens eine Runde verkraften wir jedenfalls da unten ohne Probleme. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Aber das ist sicherlich nicht alles, was wir brauchen. Wie sinnvoll ist denn ein Heiler? Das ist gar nicht so leicht, Leute. Bei ihn hier würde ich ganz gerne möglichst schnell erledigen mit meinen beiden Magiern. Wir können uns notfalls Elfenlicht doch hin und her traden oder notfalls eine Trade-Schlange machen. Der Typ dürfte auf jeden Fall massiven Schaden allein dadurch bekommen. Wir brauchen noch irgendeinen, der zusätzlich angreifen kann. Leider haben wir, glaube ich, nur 2 Angriffsflächen, die wir sinnvoll nutzen können. Ne? Weil wenn wir uns hier hinstellen, dann kommen die anderen Leute angerannt. Beziehungsweise East wäre das dann, aber da haben wir keine Chance, wenn wir das machen. Das ist leider unmöglich. Ja, selbst Merrick würde ja noch gedoppelt werden, leider, obwohl es meine zweitschnellste Einheit gerade ist. Nur Shida würde von East nicht gedoppelt werden, leider. Die einzige Einheit. Sehr ärgerlich. Und East ist sogar relativ robust. Aber später kommen meine Schützen und dann war es das auf jeden Fall mit East. Wir müssen halt ein bisschen durchhalten, das ist klar. Der Anfang hier ist super wichtig, aber das kriegen wir auch hin. Ich denke mal, wir können relativ gut auch Merrick nach oben stellen. Der kann sich sicherlich auch gut wehren. Wenn ich das jetzt mache, also er kommt noch auf dieses Feld, was interessant ist, weil er ist ja defensiv genug, um ihn zu tanken. Mit Elfenlicht würde er ganz gut Schaden machen, glaube ich. Dann gucken wir nochmal, dass unsere Kavallerie eher hier steht. Aber einer von euch muss raus und das müssen wir jetzt entscheiden. Cecil ist natürlich ein bisschen schneller, das ist das andere und hat auch mehr Fähigkeit und so. Generell sind ihre Werte, abgesehen von KP eigentlich schon, ziemlich cool und ihre Verteidigung eben. Die ist eine sehr offensive Einheit, das merkt man schon. So von der Verteilung der Stats. Ich glaube, ich nehme sogar jetzt erstmal sie. Ich will mal ein bisschen Cecil trainieren. Ich denke, das ist in Ordnung. Leute, das machen wir jetzt so. Dann kommt nämlich Gordon mit, weil ich glaube einfach, das werden wir sowas von bereuen, wenn wir solche Leute nicht dabei hätten. Wäre das echt schade. Wir sollten auf jeden Fall voll und ganz auf solche Leute setzen. Die würden uns hier einiges leichter machen. Ich glaube auch die Verteilung so jetzt passt erstmal. Sie könnte natürlich noch eine Lanze nehmen und ich glaube, das wäre auch sinnvoll, um den Waffenrang eben rauszuhebeln wieder. Heißt natürlich, wir traden das Ding erstmal rüber. Und auch die ganzen Heilmittel müssen natürlich verteilt werden. Ich denke mal, Shida wird relativ zügig Schaden bekommen.
Wer wird noch Schaden bekommen? Merrick, ziemlich sicher. Gleich zu Beginn schon. Natürlich auch der Rest will verteilt sein. Dass wirklich jeder jetzt erstmal Heilmittel noch dabei hat. Für Notfälle. Genau, du kriegst auch noch ein Dreierheilmittel. Ich denke, das ist ganz gut. Und dann sind wir, glaube ich, auch wirklich ready. Vielleicht brauchen wir mal einen sicheren Hit mit einem Eisenschwert. Auch das. Aber wir sollten gleichzeitig dann ein Stahlschwert schon mal aussortieren. Nicht, dass wir irgendwas bekommen und das dann weggeworfen wird. Ich weiß nämlich nicht, ob wir schon das in den Vorrat überhaupt bekommen. Haben wir dann einen Vorrat? Nee, wir haben eben keinen. Genau, dachte ich mir doch. Dann wird das nämlich weggeworfen und da habe ich keine Lust drauf. Genau, der Rest passt. Wir können das eh nicht großartig nutzen. Ist okay, Leute. Ist voll in Ordnung. Dann wird es Zeit für die Gespräche. Juhu, so viele gleich. Okay. Vom letzten Punkt fortgehend werde ich euch heute etwas über das Königreich Akanea erzählen. Heute ist ein besonderer Tag, denn Prinz Marv persönlich wird die Rede halten. Bitte, Sir. Ah, Akanea, nicht wahr? Das Königreich Akanea ist technisch gesehen Altias Oberherr. Prinzessin Nina ist die letzte der königlichen Blutlinie. Jedoch gab es eine Debatte darüber, wer über Akanea regieren sollte. Kurz danach wurde Hadin zum Imperator Akaneas auserkoren. Welche Art Mensch ist denn Imperator Hadin? Er ist ein wunderbarer Mensch. Im letzten Krieg war Hadin ein wertvoller Verbündeter. Er ist König Aureles jüngerer Bruder und kämpfte, um Prinzessin Nina zu beschützen, die in die Auen von Aureles flüchtete. Auch wieder mehr Background. Prinzessin Nina wäre kaum erfreut, wenn sie hörte, dass wir uns darüber streiten, wer in die Geschichte eingehen soll. Übernehmt das Kommando, damit wir diesen medonischen Abschaum vertreiben können und es hinter uns bringen. Lord Hadin, ich danke euch. Ich fühle mich geehrt. Ohne euch zu nahe treten zu wollen, es kommt mir vor, als ob ich einen guten Freund gefunden habe. Ich glaube, wir teilen dieselben Ideale. Hadin ist als Imperator gut qualifiziert. Wenn er in Akanea für Ordnung sorgt, wird sich alles zum Besseren wenden. Punkt, Punkt, Punkt. Mal gucken, was sich da noch entwickelt. Ich stelle mich nochmal in Ruhe vor, ich bin Cecil, Rekrute des ehemaligen 9. Zuges. Ich stelle gleich mal klar, dass ich keine Gnade walten lasse, wenn man mich als Frau unterschätzt. Ach du meine Güte. Ich wünschte, unsere Ritterin wäre eher wie eine anmutige große Schwester. Wir kriegen endlich ein weibliches Mitglied. Und dann muss es Cecil, die berühmte tobsüchtige Frau vom 9. Zug sein. Du Kleiner, wer ist hier tobsüchtig? Nimm dies und das! Oh weia, warte, bitte schlag mich nicht, sei nett! Oh Gott, Luke wieder. Tut mir leid, ich muss mich für Lukes ungehobeltes Benehmen entschuldigen. In Ordnung, wenn ihr es sagt, Kommandant Chris, ab jetzt bin ich eure Untergebene. Seitdem ich der Truppe beitrat, kämpfe ich für euch. Mein Leben liegt in euren Händen. So ist es. Wow. Ach ja, der Luke. Ich weiß auch nicht. Jetzt, auch wenn man es dann wieder spielt, man merkt wieder, eigentlich ist er echt lustig. Warum habe ich ihn in die Heroes weggeschickt, Leute? Warum? Ich habe ihn geopfert. Aber er ist eigentlich so cool. Er ist einfach zu lustig, Leute. Muss man wirklich sagen. Er ist eigentlich ein echt cooler Kavalier, irgendwie. Er ist einfach eine super amüsante Einheit. Aber weiter geht's. Jetzt wird's, glaube ich, ernster. Katharina, was machst du denn hier? Oh, Chris. Ich hab nach dir gesucht. Komm schon, es ist bald Zeit für unsere letzte Prüfung. Hä? Katharina, weinst du etwa? Es ist nichts. Was ist passiert? Bitte sag es mir, hat dir jemand etwas angetan? Wir sind Freunde. Ich lass niemanden so einfach davonkommen, der dich zum Weinen bringt. Chris, nein, es ist schon gut. Ich bin nur traurig. Ich verrate dir später den Grund. Lass uns zur Prüfung antreten. Es geht mir schon besser. Geht es dir wirklich wieder gut? Ja, alleine dein Mitgefühl hilft mir. Vielen Dank, Chris. Interessant. Und irgendwie auch mysteriös. Aber gut. Grüße, Chris. Es ist selten, dass wir uns an einem solchen Ort begegnen. Das ist es allerdings, Sir. Seid ihr unterwegs zu einem bestimmten Ort? Ja, hier hinten befinden sich die Gräber der gefallenen Soldaten des letzten Krieges. Ich verstehe. Mein Vater ist unter ihnen. Viele Altianer mussten im letzten Krieg erleben lassen. Ich konnte sie nicht retten. Das ist etwas, das ich nie vergesse. Sir? Seitdem ich entschied, ein Ritter zu werden, musste mir klar sein, dass ich während eines Kampfes sterben könnte.
Diejenigen, die im letzten Krieg kämpften, waren sie nicht auch darauf vorbereitet, ihr Leben für ihr Königreich zu geben? Es mag schmerzhaft sein, ich weiß, aber es ist nichts, über das ihr alleine grübeln müsst, Sir. Vielen Dank, es freut mich, das zu hören. Aber ich spüre noch immer den Schmerz. Wenn meine Kameraden verletzt werden oder fallen, da kann ich nur Schmerz empfinden. Selbst wenn ich mir etwas vormachen sollte, ich möchte nicht, dass auch nur ein einziger meiner Kameraden stirbt. Sir. Chaggen erzählte mir oft, dass derjenige, der sein Volk führt, das große Bild sehen muss. Wenn sich einer opfert, um viele zu retten, so ist das die korrekte Entscheidung. Das verstehe ich natürlich. Aber das möchte ich nicht. Daran zu denken, dass man jemanden opfern muss. Vielleicht tauge ich nicht als König. Vielleicht ist es naiv, so zu denken. Aber genauso fühle ich mich. Meine Gefühle sprechen eine eindeutige Sprache. Sir. Entschuldigt mich. All das auszuplaudern hat euch sicherlich ein wenig überrascht. Nein, ich verstehe es. Ich verstehe eure Gefühle, Sir. Chris? Ich möchte nicht, dass meine Kameraden sterben. Es soll allen gut gehen, genauso denke ich auch. Sir, ich möchte euch dabei helfen, das zu schaffen. Chris. Vielen Dank, Chris. Oh, auch ein schönes kleines Gespräch, sehr schön. Gut, okay, Leute, wir sind vorbereitet, oder? Ich würde sagen, wir können reinstarten in der Theorie. Dann darf es von mir aus auch gerne losgehen. Let's go. Die letzten Vorbereitungen wurden getroffen. Wir sollten nun beginnen. Euer letzter Gegner wird... Oha. Ist Medonische Weißschwinger zu eurem Diensten. Ich werde es euch nicht leicht machen. Okay, wenn du meinst, Est, dann... Ist es nun also soweit. Wir treten an in dieser Mission. Hui, das könnte interessant werden, ich sehe schon. Alleine die Verstärkungstrupps und so werden es uns nicht leicht machen. Die erste Mission mit Verstärkungen. Und Est ist verdammt schnell. Und kann sich auch weit bewegen, wenn sie möchte. Aber keine Sorge, Leute. Auch diese Mission werden wir meistern. Und dann ist der Prolog auch alsbald beendet, Leute. Ich würde sagen, widmen wir uns beim nächsten Mal voll und ganz der Mission. Machen die quasi in einem Part durch und dann mal gucken, wie sich die Sache weiterentwickelt. Aber am Rand wieder sehr viel toller Gesprächsstoff, ich mag das halt. Zudem die Gespräche hier halt wieder ein bisschen tiefgründiger sind, ich mag halt generell das alles sehr so. Es sind halt einfach reguläre Basisgespräche und es gibt aber auch gute Supports. Wir hatten zwar noch keine Supports, ich glaube, das liegt eben nur daran, dass man im Prolog generell noch keine Supports hat. Die kommen, glaube ich, direkt zum ersten Kapitel dann. Aber... Ich mag's einfach, oder? Ist schon ganz cool so. Generell. Gute Qualität jedenfalls von den Texten an sich. Gefällt mir mal ganz gut. Aber Leute, wie auch immer. Ich denke, es wird höchste Zeit, dass wir den Pater noch beenden. Ne? Denn beim nächsten Mal will ich mich voll und ganz dem hier widmen. Denk mal, den werden wir sicherlich irgendwie mit Magiern und Schützen direkt mal ausschalten und dann mal gucken. Der Merrick ist ja ein bisschen defensiver, den will ich jetzt erst hochstellen. Dann müssen wir uns unten noch ein bisschen schützen. Vielleicht auch mit Shida mal gucken, wie wir das machen. Heilmittel sind natürlich auch Pflicht, das ist klar. Wir müssen auf jeden Fall viel investieren hier, ich sehe schon. Denn wir müssen auch ein bisschen aufpassen, ne? Wenn die Verstärkung kommt, wie ich schon meinte, wird das alles ziemlich heftig. Aber Leute, das werden wir dann sehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem, New Mystery of the Emblem.